Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Ja, heute mal was ganz, ganz Spezielles. Ist eigentlich eine hoffnungslose Sache gewesen, muss ich echt zugeben. Aber ich habe mir dem angenommen, um auch mich weiterzubilden, sagen wir mal so. Ja, ich habe an so einem Auto noch nie geschraubt. Und zwar geht es heute um ein Auto. Suzuki Liana Baleno. Ja, so sieht der Wagen aus. Suzuki Liana Baleno. Mit einer 1,3 Liter Maschine aus dem Jahr 2003, 66 kW, genau, ja, ist auf jeden Fall ein Fahrzeug und ein Motor, eigentlich unzerstörbar, muss ich echt zugeben. Klar, optisch ist das jetzt kein Augenschmaus, muss ich ja mal echt zugeben, wenn man mal dieses Fahrzeug sich so ansieht, ja, also, naja, geht so. Aber dafür hat er einen wirklich sehr soliden Motor. Ich bin ja sowieso Suzuki, Toyota. Ja, bei diesen Baujahren hat man auf jeden Fall was Vernünftiges. Ja, der wurde hier abgestellt auf dem Hof und ich habe mir jetzt gedacht, komm, du wartest jetzt auf die Teile von dem Fünfer und dies und das. Und da habe ich mir gedacht, komm, das Auto machst du dir mal fertig. Ja, der Wagen soll so eine Knutschkugel werden hier für den Platz. Ja, wenn mal einer was braucht zum Transportieren von A nach B, dann soll der Wagen dafür benutzt werden. Also der wird nicht angemeldet oder so. Und folgendermaßen habe ich jetzt auch hier mal alles demontiert. Also das ist aber wirklich, aber ja, muss ich echt zugeben, eine grausame Arbeit. Ja, diese Arbeit, die ich hier mache, ist wirklich grausam. Man muss die Ansaugbrücke abnehmen, den Abgaskrümmer abnehmen, Hitzeschutzblech sowieso, den Deckel abnehmen und die Stirnwand, um die Zylinderkopfdichtung wechseln zu können. Den Deckel, sagen wir mal so. Wir haben hier eine richtig massive Kette, ja. Die wurde vor 4 Jahren circa getauscht. Dann ist irgendwas gewesen, ein kleiner Unfall oder so, und seitdem steht die rum. Ihr müsst die Servopumpe demontieren. Die hängt normalerweise hier an der Seite dran. Also so sieht es ja wirklich sehr passabel aus, dran zu arbeiten. Wir haben glücklicherweise, also hier ist normalerweise ein Motorhalter dran. Wir haben glücklicherweise hier noch eine Zusatzstrebe, deswegen kann man den Motor auch so hängen lassen. Das ist gar kein Problem. Also man hat da einen, da vorne einen und da rechts noch einen. Also kann man den Motor hier gepflegt so hängen lassen. Ihr müsst die Lichtmaschine abnehmen. Ich will hier die Wasserpumpe tauschen. Ich will diesem Motor wieder Leben einhauchen. Wir haben hier eine doppelliegende Einlass- und Auslass-Nockenwelle. Und um an die Zylinderkopfdichtung zu kommen, muss natürlich die Nockenwellen müssen ab, um an die Schrauben dran zu kommen. Die liegen nämlich direkt unter der Nockenwelle. Und ja, man hat hier zum Orientieren, also wir haben hier kein Absteckwerkzeugsystem oder so. Hier geht alles nach Markierung und wieder Aufzeichnung oder wieder draufstecken, wie man es auch immer schimpfen möchte. Das hammerkrasse Problem ist, ihr müsst die ganze Stirnwand und so abnehmen. Bei vielen Modellen könnt ihr ja das Zahnrad auf der Nockenwelle abschrauben, hier nicht. Hier ist nämlich, wie man sieht, keine Verzahnung oder keine Verschraubung vorhanden. So, ich muss mal eben die Taschenlampe rausholen. Ja, hier ist nämlich nur ein kleines Loch. Also das ist schon sehr speziell. Das Zahnrad ist mit der Nockenwelle verbunden. Und ihr müsst die Nockenwelle bzw. die Kette lockern, und die ist ziemlich stramm, ja. Ihr müsst die Kette lockern, um die Nockenwellen rauszuholen, ja. Sonst habt ihr gar keine Chance. Bei BMW und so könnt ihr dieses Zahnrad abschrauben und dann gesondert die Nockenwelle rausholen. Hier nicht. Als Orientierung habe ich mir jetzt natürlich die Pfeile genommen und habe hier eine Markierung gesetzt, so wie auch hier. Einlass, Auslass, Nockenwelle, um nachher beim Draufstecken wieder alles so perfekt zu haben. Unten werden wir noch eine Markierung machen, das zeige ich euch aber auch gleich, wenn ich den Wagen hochgehoben habe. Wir haben bei diesem Wagen wirklich sogar eine Webasto-Standheizung. Das ist richtig krass. Eine Webasto-Standheizung, da geht das Abgasrohr hin. Hier haben wir die Verbindung mit dem Wärmetauscher von innen. Hier geht die ganze Geschichte, also gut, man hat viel Platz, dadurch haben sie sich das direkt hier reingepackt. Hier sieht man auch, habe ich die Einspitzdüsenleiste und den Seilzug vom Gaspedal alles mal nach rechts verfrachtet. Hier vorne gehen ganz viele Kabel lang, die unter anderem zum Kurbelwellensensor gehen, zur Lambda-Sonde und so weiter und so fort. Hier vorne hängt der Nockenwellensensor an dem Stirndeckel auch dran. Den sieht man da vorne. Genau, da guckt der Nockenwellensensor raus. Kann man aber auch im Nachhinein sehr gut tauschen. Da ist zum Beispiel ein Spanner. Der hört sich auch nicht mehr gut an. Den werde ich wahrscheinlich auch noch tauschen müssen. Aber dann haben wir noch hier die Zündspulen. Wasserpumpe habe ich ja schon abgemacht. Sieht wirklich noch top aus, die Wasserpumpe, die original drin war. Beziehungsweise die verbaut war, und das ist die neue Wasserpumpe, AGR, beziehungsweise EGR. Dann haben wir hier die 10 D-Schrauben von unserer
Zylinderkopfdichtung. Ach genau, wofür mache ich überhaupt die Zylinderkopfdichtung? Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Und zwar habe ich mit einem CO-Tester das Kühlsystem gemessen. Kocht über. Also der kriegt richtig Druck drauf. Also das Wasser kocht regelrecht rüber und läuft dann über. Wir haben hier so einen Ausgleichsbehälter, wo es dann aus der Leitung hier daneben, also rechts, ablaufen kann, die normalerweise zum Entlüften auch da gedacht ist. Und ja, das Problem ist, es kocht über, Fehlerursachen gesucht und schlussendlich habe ich dann mit einem CO-Tester gemerkt, da kommen Abgase durchs Kühlsystem. Das heißt, wir haben eine defekte Zylinderkopfdichtung. Die Alternative wäre jetzt gewesen, bei diesem Modell zu sagen, komm, wir machen da jetzt einfach mal Kühlerdichtmittel rein oder sowas, ne? Damit die Leckage womöglich beseitigt wird. Wobei das im Brennraumbereich ziemlich schwer geht, muss ich zugeben. Also meiner Meinung nach fast schon unmöglich. Also eine Leckage an diesem Bereich, wo die Temperatur ist, wird wahrscheinlich nicht klappen. Egal, hätte man machen können, aber ich habe gesagt, stopp, wisst ihr was, ich will diesen Motor kennenlernen, ich will gucken. Ich habe an so einem Motor noch nie was gemacht und bin wirklich begeistert über die Qualität, aber sehr, sehr aufwendig. Also sehr, sehr aufwendig, wird wahrscheinlich auch viele, viele Euro kosten, wenn man sowas in der Werkstatt machen lässt, muss ich echt zugeben. Dass das jetzt so schön hier aussieht, ist dem zu verdanken, dass ich wirklich mühsam alles abgeschraubt habe. Allein die Ansaugbrücke war schon eine Geburt, aber dafür hat man auch wirklich was ganz, ganz Langfristiges. Ja, der Stirndeckel, der ist eigentlich auch soweit robust. Ach so, was noch wichtig wäre, zeige ich euch gleich. Der Spanner, der Kettenspanner, ist nicht wie bei BMW und anderen Modellen von der Seite reingeschraubt und drückt auf die Gleitschienen. Nein, hier in diesem Fall ist es so, dass es unter dem Stirndeckel ist. Und der, ja, wobei ich glaube, es gibt viele Modelle, wo es unter dem Stirndeckel ist. Ich glaube, Opel und so hat das ja auch. Fakt ist auf jeden Fall, man muss den Deckel abmachen, um die Spannung von der Kette zu nehmen. Und ja, jetzt ist, wie gesagt, alte Schule. Viele von euch, alte Kfzler, werden natürlich denken, ja, wir haben früher markiert und dann haben wir die Ketten und Zahnriemen so drauf gemacht. Das geht auch wirklich. Wenn ihr einen weißen Edding habt und vor allen Dingen sicher gehen, dass nicht durchs mal drüber huschen, dieser Edding, also wenn ich jetzt hier mal jetzt mit dem Finger aus Versehen oder mit der Hand drankomme und die Markierung ist weg, das wäre natürlich ein Albtraum. Deswegen gibt euch nochmal die zusätzliche Sicherheit, indem ihr Fotos macht. Ja, Fotos machen von der Stellung der Nockenwelle, wie stehen die Nocken. Und hier muss man auch mal sagen, guck mal, wie schmal das ist. Ja, richtig krass. Normalerweise sind die viel breiter, aber das ist hier nach Modell. Ja, Zylinderkopfdichtung, ich bin echt gespannt, wie die aussieht. Hier unten haben wir noch, das ist die Ansaugkrümmerdichtung, sah auch noch phänomenal aus. Hier die Abgaskrümmerdichtung sah auch noch wirklich gut aus. Sogar der Abgaskrümmer hat sich super lösen lassen. Hier haben wir noch einen Simmerring, hier haben wir noch Dichtungen. Also ein ganzes Paket. Ich habe mir echt gedacht, boah, das machen wir. Das will ich machen und habe das dann günstig vorbestellt. Ja, da haben wir noch was. Nein, da haben wir nichts. Hier haben wir die Scheibe von unserer Wasserpumpe und hier haben wir die Kurbelwellenscheibe, aber die kann man auch, da hat man eine Nase, da kann man sich gar nicht vertummeln draufstecken, genau. Ja, noch eine kleine andere Sache, vielen lieben Dank für die ganzen Bestellungen in letzter Zeit. Ich habe aufgrund der hohen Nachfrage, habe ich mir jetzt überlegt, ich mache ein Glühkerzen-Reparaturset-Paket und ein Reinigungspaket auf meiner Seite. Mr-Duit.de könnt ihr im Shop folgendes Paket jetzt bestellen. Ich werde die Artikel mal einzeln jetzt erwähnen. Und zwar einmal das Finn Super, was auch wirklich als Rostlöser sehr gut geeignet ist. Nicht nur als Glühkerzenlöser oder Zündkerzen, je nachdem. Einmal das Finn Super, einmal das EM30. Habe ich das hier stehen? Habe ich nicht stehen, was ja die Verkokung löst. Genau, wo habe ich es denn? Bestimmt irgendwo in meinem Wagen, oder? Einmal das EM30. Genau, das ist das hier. Ja, EM30 Plus. Dann haben wir natürlich die HT1200 Paste, die hitzebeständige mit bis zu 1200 Grad und dem Spender dabei. Also ihr könnt das auf jede beliebige Tube draufschrauben. Das ist nicht nur für dieses System geeignet. Und natürlich ganz wichtig, einen Dosenhalter, der wahrscheinlich, da hängt einer, hier vorne hängt einer. Der ist auch noch mit im Set dabei, weil ich einfach denke, dieses Konvolut, so wie ich es benutze, haben wie gesagt viele bestellt. Das ist sozusagen Bestseller. Ich habe das jetzt als Paket und ihr glaubt es nicht, ihr spart mindestens 5%, wenn ihr das ganze Paket kauft, anstatt die Artikel einzeln zu kaufen. Ja? Gut, wenn ihr darüber hinaus natürlich noch eine Tasse bestellt, spart ihr euch die ganzen Versandkosten und so. Also wenn ihr das macht, dann versucht das komplett zu machen. Ich habe nämlich manche gesehen, die haben zweimal bestellt. Ich habe denen aber aus Kulanz gesagt, komm, das packen wir in ein Paket, dann haben die nicht zwei Versandgebühren extra. Okay, ich würde sagen, jetzt fahre ich die Karre hoch und zeige euch mal von unten das Bild.
Und wir schauen uns das Ganze nochmal an, wegen dem Abstecken, wie genau ich das vorhabe. Bis gleich. So, jetzt unten am Fahrzeug angekommen. Glaubt mir, um diesen Zustand zu erreichen, dass man hier so viel Platz hat, müsst ihr echt viel demontieren. Hier ist zum Beispiel noch eine Ankerplatte drauf, wo die Servopumpe dran geschraubt ist. Dann, wir haben hier eine doppelt laufende Riemenscheibe, das sieht man ja auch da. Also, dass zwei Riemen gleichzeitig laufen. Einmal für die Lichtmaschine und Wasserpumpe und einmal für die Kurbelwelle und die Servopumpe und, war da noch was? Servopumpe und, ich glaube, das war's, genau. Gut, hier haben wir natürlich das Bild, was auch eigentlich immer wieder so bekannt sein sollte. Wir haben hier auf jeden Fall den Spanner sitzen, ja. Der drückt auf die Gleitschiene und stellt somit diese Spannkraft her. Wenn ich jetzt hier vorne mit den zwei Zedern diese Spanner löse, wird es natürlich so sein, dass die Kette zwar noch in seinen Gliedern hier an den Zähnen hängen bleibt, aber die Gefahr ist groß, dass ich mich verdrehe, also beziehungsweise, dass man eine Umdrehung macht und Kurbelwelle und Nockenwelle nicht mehr synchron laufen. Deswegen habe ich eine Variante, die ziemlich banal ist, aber funktioniert bei solchen Sachen. Und zwar nehme ich mir dazu, wo habe ich es denn jetzt? Jetzt habe ich ja hier ein bisschen umgeräumt. Genau, und zwar nehme ich mir hierzu solch einen Spanner und werde dafür sorgen, dass wenn ich die Kette oben abziehe, dass die Kette, so, so ein bisschen breiter, dass die Kette auf den Zähnen bleibt, ja. So, und zwar genau so werde ich dann jetzt die Kette hier fixieren. So, jetzt kann die Kette auch, wenn sie runterfallen würde, aber nicht hier von dem Zahnrad sich lösen. Das heißt, die Kette bleibt so drauf. Und das ist meine Sicherheit, dass ich damit hier dann auch auf OT bleibe. Und vor allem die Kette oben wieder drauf machen kann. Und oben dann nochmal vergleiche mit den abgesteckten, also mit den markierten Linien. Ich werde hier aber trotz allem nochmal mit einem Edding das Ganze markieren, damit ich genau sicher gehen kann, falls das Teil auch abrutschen sollte, dass ich die Kette so wieder draufhänge und auf Nummer sicher bin, dass die Kurbelwelle und Nockenwelle auf jeden Fall ja hier auf dem OT bleiben. Es ist ziemlich waghalsig. Früher, bei diesem Modell haben wir es leider nicht so. Wir haben keine Markierung, keine Pfeile. Also ich habe zumindest keine gesehen. Ich kann hier nochmal gucken. Ich habe ehrlich gesagt, hatte ich keine gesehen, ne? Kann natürlich sein, dass es vom Hersteller irgendwie einen Hinweis gibt, dass auf irgendeine Verstrebung oder so gezeigt werden muss. Ich habe aber keine gefunden so. Ich muss auch ehrlich zugeben, es ist ja bei mir meistens so, ich bin ja halt der Do-It, ne, dass ich einfach Augen zu und durch, ne. Also ich bin ja, ja, ich will das lieber sehen, spüren und dann auf jeden Fall abschrauben. Und ganz wichtig noch bei dem Stirndeckel, ihr müsst hier die ersten vier Schrauben von der Ölwanne lösen, weil die in den Stirndeckel von unten nach oben reingeschraubt sind. Wir haben hier auch keine Dichtung, eine große Dichtung für den Stirndeckel, also ihr müsst da dichte Masse nehmen. Ist eigentlich üblich auch bei diesen Modellen, also bei diesen Deckeln immer. Und sorgt dafür auf jeden Fall, dass die ganze Sache, die Oberfläche hier sauber ist und dementsprechend das Ganze wieder vernünftig dicht ist. Weil wenn da eine Undichtigkeit ist, müsst ihr den ganzen Kladderadatsch wieder demontieren. Echt heftige Aktion. Gut, ich würde sagen, ich werde hier weitermachen. Ich werde jetzt den Spanner lösen. Dann werde ich die Kette, wenn sie lose genug ist, oben von den Zahnrädern abziehen, um die Nockenwellen rauszuholen. Und dann löse ich die Zylinderkopfdichtungsschrauben. Ich würde sagen, in dem Moment sehen wir uns wieder. Also bis gleich, Leute.
Ja, Freunde, Stück weit weitergekommen. Jetzt liegt der Kopf auf dem Tisch. Und hier bietet sich auch uns ein schönes Bild. Schön im Sinne von endlich abmontiert. Ja, wie gesagt, man sieht, so sieht das erstmal alles Töfte aus. Aber bis zu diesem Punkt zu kommen, ist natürlich auch eine Geburt. Ne? Wir sehen unsere Markierungen hier noch. Die weißen Striche, da kommen wieder die Zahnräder drauf. Die Nockenwellen, die habe ich ja da liegen. Die Gleitschienen musste ich natürlich entfernen, weil die mit dem Zylinderkopf oben verbunden sind. Und dadurch, da oben liegt eine, das ist die von der linken Seite. Und die, die da noch hängt, ist von der rechten Seite. Unsere Fixiereinheit da unten hält immer noch. Ja, die Zwinge, die hält immer noch alles gerade. Hier haben wir die Dehnschrauben, die werden natürlich erneuert. Und die Brücken, und das Geile ist bei diesen Brücken der Nackenwelle, dass die nummeriert sind. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel einen Pfeil und sehen E5, E4, E3 und so weiter. Also man kann von außen nach innen das Ganze wieder dran montieren. Ja, was bietet sich für ein Bild hier bei den Zylindern? Bei dem vierten sieht man hier, dass die Verbrennung ein bisschen mehr Rückstände hinterlassen hat. Das, ne, man sieht ja da die braunen, helleren Flächen. Und hier ist es durchweg mit ja, ein bisschen Ölkohle abgelagert oder Verbrennungsrückständen. Ist aber soweit nicht so schlimm. Hohnschliff sehen wir auch nicht mehr. Ist aber auch dem Alter zu verdanken. Und wir haben ja hier eine speziellere, ja, einen spezielleren Aufbau des Motors. Und zwar ist das Ganze hier mit Wasser umspült. Das heißt, also wir haben keine Wasserkanäle. Das hier alles sind Ölkanäle, die man hier sieht. Und hier sind die Wasserkanäle. Das heißt, die Zylinder sind einzeln mit Wasser umspült, um eine Kühlung der Zylinder, einzelnen Zylinder zu gewährleisten. Nachteil gibt es eigentlich so gar nicht. Das ist eigentlich, wird heute noch praktiziert, diese Art der Bauform. Gut, jetzt sehen wir natürlich, jetzt haben wir zwei Ränder, wo was austreten kann. Hier sehen wir, hat er sich schon ein bisschen die Dichtung durchgearbeitet. Hier sehen wir Ablagerung durch Verbrennungen. Aber der Hauptprozess oder das, warum überhaupt Abgase in das Kühlsystem gekommen sind, ist, weil hier in dieser Brennkammer eine Verbindung nach außen gekommen ist. Und zwar sehen wir das hier besonders gut. Hier sieht man ja die blanke Stelle, wo das Ganze abgeschlossen war, also die Dichtung noch dicht war. Und hier der Übergang von hier, also von der Brennkammer zum Wassersystem, krasser Wasserkreislauf, da sehen wir richtig schwarze Ablagerungen. Und das heißt, dass hier Abgase rübergegangen sind. Besonders schlimm war das bei diesem hier der Fall. Also hier, wenn man auch mit dem Finger drüber geht, das ist so eine richtig glitschige, ja, so Ölkohle halt, ne? Das ist durch die Verbrennung und dann entsteht da so ein Film drüber und dann weiß man, da gehen ganz leicht, aber ganz sicher gehen da die Abgase in den Wasserkreislauf. Die Dichtung sieht folgendermaßen aus, das ist eine mehrlagige Blechdichtung. Da liegt übrigens die neue, das ist jetzt die alte. Ja, da bietet sich das gleiche Bild, die hat sich regelrecht aufgelöst. Also das heißt, die Abgase haben hier sogar diese Schutzschicht, ja, die ist normalerweise komplett in Schwarz, sogar diese Schutzschicht abgetragen, überall da, wo es blank ist, ist es mal durchgekommen. Das heißt, durch die Kompression und der Verbrennung ist dann hier Schicht für Schicht abgetragen worden und dadurch dann auch immer dieses Kochen, ja, des Wasserkreislaufes. Die Abgase gehen in den Kreislauf rein, drücken diese Abgase in den Kreislauf rein und irgendwo, wo die letzte Instanz ist, treten dann, ja, tritt das gekochte Wasser sozusagen aus. Das ist die neue Dichtung, mehrlagig wie gesagt, hier auch die Nummer alles gleich, also die Dichtung, ich habe das schon kontrolliert, ist vollkommen identisch. Und auch auf der anderen Seite bietet sich uns hier ein Bild, ja, rostig, ziemlich arg, weil hier das Wasser natürlich auch drum umgespült wird. Ja, das ist ja mit dem unteren und oberen Kopf, wird das ja sozusagen verbunden, wo das Wasser dann hin muss. So, hier sehen wir, wie vorhin schon erwähnt, diese Ablagerung, also hier lief er auf diesen Zylinder, deswegen ist das auch zu so hell hier, ja, das ist ein Indiz dafür, dass der Zylinder ziemlich warm wurde. Und ja, das Bild ist natürlich ein bisschen grauenhaft, ist dem Alter auch zu verdanken. Also man sieht hier überall diese Ablagerungen, die gekommen sind, wo es dann ausgetreten ist, ja, wo dann wirklich sozusagen das Wasser, die Abgase und das Wasser, der Wasserkreislauf sich, ja, zusammengefunden haben. Ja, dieser Kopf wird auf jeden Fall geplant. Nach diesem Bild hier will ich das auf jeden Fall planen lassen und werde den Kopf sozusagen morgen dann früh abgeben und kann den wahrscheinlich morgen Nachmittag auch abholen.
Auch wenn man jetzt nicht diesen Kopf planen lassen würde, würde diese mehrlagige Blechdichtung das Ganze kompensieren. Bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass es klappen würde. Aber ich lasse es trotzdem machen, jetzt wo ich den auch so hier habe. Ansonsten ist die Verbrennung generell sehr gut. Also wir haben kaum Ablagerungen. Was heutzutage die ganzen TSFI-Motoren und so haben, da haben wir hier gar nichts. Das ist wieder diese alte, bewährte Technik, die da hervorkommt. Jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar Simmerringe und sowas. Das wird alles natürlich mitgewechselt von mir. Jo, das ist übrigens hier silikondicht für diesen Stirndeckel nachher. Ja, sieht man auch extra. Kann ich euch den Link in die Videobeschreibung packen. Hammergeiles Zeug. Damit habe ich auch den BMW-Deckel super dicht bekommen. Von dem 1er mit dem 2 Liter. Genau, da muss alles hier picobello sauber sein. Auf der Dichtfläche und dann schön... Hier war auch vorher Dichtmasse drauf, sieht man hier. Und dann schön von innen, also um die Schrauben herum, von innen wieder das auftragen, ganz dünn und fein. Und dann kann da auch nichts mehr passieren. Ja, ich werde die Wasserpumpe natürlich als letztes dann montieren. Erstmal will ich den Stirndeckel haben und um den Stirndeckel drauf zu machen, möchte ich so wenig Hindernisse wie nur möglich haben, um nicht zu verrutschen, ja, so dass die Dichtung wirklich, die Dichtmasse irgendwo hängen bleibt und dann weggeratscht wird sozusagen oder abgetragen wird und ich stehe dann da und habe nachher dann das ganze Geheule, weil es wieder undicht wurde. Wir haben hier übrigens bei dem bei dem Zylinderkopf, bevor wir den lösen können, eine 12er Schraube noch, die sitzt hier drin. Ja, die sitzt hier drin, die wird nochmal mit dem Zylinderkopf wird die verbunden. Ganz vorsichtig, also nicht nur die 10 Schrauben, es sind eigentlich 11 Schrauben. Ja. So, die habe ich hier hingepackt, damit ich die auch sofort wieder finde. Wir haben übrigens einen 10er Außenvielzahn. Also, oder Innenvielzahn, und da braucht ihr, ich habe mir damals so eine Nuss selber geschweißt, weil ihr kommt nicht tief genug rein. Also ihr braucht eine Verlängerung, und da habe ich mir so einen selbst geschweißt, vor allen Dingen bei BMW, krümmert, beziehungsweise turbo-seitig braucht ihr auf jeden Fall so eine Nuss. Kann man auch kaufen, klar, ich habe die mir damals geschweißt, hält auch, und seitdem habe ich so auch, jo. Dass das jetzt hier so drumherum so rostig aussieht, ist natürlich zu verdanken, dass wahrscheinlich öfter mal nur mit Wasser, also ohne Korrosionsschutz gefahren wurde. Kann man aber getrost ignorieren, weil wenn man wieder frisches Kühlmittel reinmacht mit Korrosionsschutz, wird das langsam aber sicher abgetragen. Man könnte dann spülen mehrfach, das heißt mal frisches Kühlmittel reinfahren und nach 1000 Kilometern oder so nochmal ablassen, damit hier der feine Rost abgetragen wird. Ja, gut, das sind auf jeden Fall so Dinge, die man dann beachten könnte. Ja, also der Motor selber sieht aber sehr gut aus. Also die Zylinderkopfdichtung ist definitiv in die Jahre gekommen. Wir haben hier ein Auto, was 17 Jahre alt ist. Das wird definitiv wieder sehr gut laufen, der Motor. Also ich gebe diesem Motor noch viel, viel Zeit. Und auch hier die Markierungen sind immer noch so geblieben, wie man sieht. Ihr müsst nur aufpassen, Einlass- und Auslasswelle, ja. Darauf achten. Ich glaube sogar, hier steht sogar B drauf und da steht A, soweit ich das erkennen kann. Ne, steht nicht. Was steht denn da drauf? Was ist denn das für ein Zeichen? Ein ganz seltsames Zeichen. Egal. So, ich weiß auf jeden Fall, dass die auf der Auslassseite war. Ne? Ganz stark auch Deutung. Hier ist die Einlassseite, beziehungsweise hier ist die Ansaugbrücke. Einlassseite, Nockenwelle. Hier ist die Abgasseite, also auch abgasseitig. Ja? Da ist die Ansaugbrücke und da die Abgas, der Abgaskrümmer. Gut, ja Leute, ich werde auf jeden Fall morgen dann im Video mit euch nochmal den Wagen starten, ja, nachdem ich das fertig habe. Ist auf jeden Fall interessant, so einen Motor auch mal auseinanderzunehmen, so ein Suzuki. Ich muss echt zugeben, ich habe noch nie einen Suzuki auseinandergenommen. Ne, motorseitig noch nie auseinandergenommen, war auch für mich jetzt mal eine Erfahrung wert. Und morgen im Video werden wir die Auflösung machen von dem Kübler Anzug, ja. Da würde ich euch bitten, beziehungsweise, was heißt bitten, ich gebe euch jetzt noch also die Chance, bis morgen unter dem Video, was ich unter die Videobeschreibung packe, das ist das Video von, ich glaube, gestern oder vorgestern, ich bin mir gerade unsicher, einfach Hashtag Kübler in die Kommentare, also nicht unter dieses Video, sondern unter das von, wo wir das Gewinnspiel gemacht haben, und morgen kommt dann die Auflösung, dann wird der Glückliche ermittelt, der den Arbeitsanzug dann nach Hause geschickt bekommt, direkt von Kübler. Okay, euer Mr. Do It wird ziemlich interessant. Wir sehen uns morgen. Bis morgen, bis dann. Ciao.
So Leute, Motor ist jetzt zusammengebaut. Wir stehen da schon im Freien. Einmal bitte den Motor starten. Schon Thermostat ist geöffnet. Alles wunderbar. Heute Morgen vom Planer abgeholt, beziehungsweise heute Mittag. Und so hört er sich jetzt an. Alles wieder drauf gemacht natürlich. Dichtung alle neu. Tja, so hört er sich an. 4,1 Liter Öl kommen übrigens rein. So, na, glitzert der neue Riemen. So. Nochmal kurz so ein Abschluss für euch, damit ihr auch seht, so einen Motor kann man noch retten. Alles klar, bis dann, Freunde.